sie war kultiviert, sie war belesen, sie wusste mehr, als sie zeigte. Thea von Habu, Theaterschauspielerin, Drehbuchautorin, Unterhaltungsschriftstellerin, Regisseurin. Lebensdaten 1888 bis 1954. Thea von Habu, eine ungewöhnliche, bis heute umstrittene Frau. Vielen nur noch in Erinnerung als Autorin von Roman und Film Metropolis. Einem Meilenstein der Filmgeschichte. Die vergessene Schriftstellerin nimmt das Buch Der Krieg und die Frau in den Blick. Fokussiert auf ihre zur Zeit des Ersten Weltkrieges entstandene Kriegsliteratur. Das Buch ist die literaturwissenschaftliche Perspektiverweiterung zu den Forschungen der Filmwissenschaft zum Werk Thea von Habus und ergänzende Forschungsarbeit zu Person und Schaffen.